This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, aufzuwachen. Irgendwann ist die Zeit reif für die Wahrheit, zum Aufwachen. Ihr kennt es vielleicht, dass man Kindern erzählt, dass ihr vielleicht selbst euren Kindern erzählt oder dass man dir selbst als Kind erzählt hat, dass es den Klapperstorch gibt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und das war eine gewisse Zeit lang vielleicht auch in Ordnung und okay. Du wusstest noch gar nicht, was Sexualität ist. Du konntest damit noch nichts anfangen. Du konntest es gar nicht nachvollziehen. So. Erst wenn man dann so in die Pubertät kommt, da merkt man dann, was es heißt, so, was bedeutet es, sich dem anderen Geschlecht hingezogen zu fühlen. Und dann ist es an der Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. So. Beziehungsweise vielleicht schon ein bisschen vorher so. Und wenn aber der Zeitpunkt gekommen ist, so diese Lüge, sag ich jetzt mal, endlich zu erläutern und näher zu erklären, dann kann das zum falschen Zeitpunkt vielleicht sehr hart sein für Kinder. Vieles verstehen sie noch nicht oder können nicht glauben, so. Das Kind sagt dann erstmal, oh, du lügst mich an, den Weihnachtsmann gibt's, den gibt's. Und so ist vielleicht die Reaktion von vielen Menschen, wenn sie noch nicht bereit dazu sind, die Wahrheit zu hören. Und viele Themen, die ich anspreche, oder Dinge, Zustände, die können sich manche vielleicht noch nicht vorstellen, weil sie für die so fantastisch klingen und weil sie einfach noch nicht bereit dazu sind, aufzuwachen. Das mag ja auch in Ordnung sein, so, wenn noch nicht die Zeit dazu ist für diejenigen. Ich denke, das Video hier schauen nur die Leute, die gerade am Aufwachen sind, die gerade realisieren, was weiß, was nicht weiß. Und ja, ich wäre auch sauer, wenn mich jemand um 3 Uhr wecken würde, wenn mein Wecker erst um 7 Uhr geht. Und wenn du aber jetzt bereit bist, so aufzuwachen, dann muss man sich eben einigen Dingen stellen, dann muss man seine Realität neu ordnen. Man muss sich ein neues Weltbild schaffen. Und für viele sind gewisse Dinge eben zu sehr aufrütteln, zu sehr Weltbild einschmeißen, so. Dass sie das nicht glauben können, nicht glauben wollen noch. Weil das Bewusstsein einfach noch nicht dazu bereit ist. Und viele Menschen können vielleicht noch nicht verstehen, dass Krankheit nicht sein muss. Dass Leute Geld verdienen an Krankheit. Und deswegen mit Absicht Krankheiten geschaffen werden. Beibehalten werden. Und lauter solche Dinge, das ist jetzt nur mal so kurz angerissen. Ich möchte da gar nicht einsteigen. So. Aber viele Wahrheiten, die können eben wehtun im ersten Moment vor allem. Weil es einfach hart ist zu realisieren, hey, was ich mein ganzes Leben lang erzählt bekommen habe, war eine Lüge so. Ja. Aber ich denke, man darf das gar nicht so streng als Lüge sehen. So, in dem Moment war das schon in Ordnung. So. Was bringt es einem Kind, von was zu erzählen, was es noch nicht weiß, was es noch nicht verstehen kann, wo die Zeit noch nicht reif geworden ist? Dann kann man das halt mal umschreiben. Aber irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann bringt es nichts, an einer Lüge festzuhalten. Dann ist die Zeit gekommen, aufzuwachen. Dann ist die Zeit gekommen, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo die Lüge mehr weh tut als die Wahrheit, wo diese alten Geschichten, die das blumig umschreiben, mehr wehtun und man sich dadurch nur hintergangen fühlt. Und man merkt schon, dadurch, dass das Bewusstsein gekommen ist, dadurch, dass die
bei Kindern zum Beispiel die Pubertät eingetreten ist, so, merken sie so, ey, da laufen Dinge doch noch anders ab oder da ist doch noch mehr. So. Und ja, dann ist es eben Zeit, sich die Dinge nochmal genauer anzuschauen, mal nachzufragen. Und man wird dann auf die richtigen Leute stoßen und auf die richtigen Sachen und wird immer weiterkommen. Aber anfangs kann das eben schmerzhaft sein. Und ich möchte niemanden aufwachen, wenn er noch nicht dazu bereit ist. So, wenn er gerade mal schön am Träumen ist, wenn er gerade mal im Tiefschlaf ist, so 2, 3 Uhr nachts. Sondern schaut euch das nur an, die Sachen hier auf dem Kanal, wenn ihr langsam aufwachen wollt, wenn ihr langsam die Dinge einfach anschauen wollt, wie sie sind. Und wenn ihr meint, ihr seid bereit dazu, langsam über das Stadium vom Bewusstsein raus zu sein, dass man alles glaubt, was die Gesellschaft einem erzählt, was einem in den Medien gesagt wird, was im Radio, im Fernsehen kommt, was man alles nicht machen soll und tun soll, was man sich impfen lassen soll und lauter solche Sachen, dass das irgendwie was bringen wird. Ja, und die Leute, die dieses Video schauen und dazu noch nicht bereit sind, die werden eben jetzt abschalten, die werden sagen, vielleicht, was für ein Spinner. Und andere, die richtigen Leute, die werden weiterschauen, die werden sich mal informieren, die werden ihr eigenes Bild sich schauen und werden vielleicht mal offen über die Dinge drüber nachdenken und nicht wie ein kleines Kind gleich sagen, hey, nein, nein, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Und deswegen möchte ich hier so nur ein bisschen die Leute sanft mit dem Video hier wachrütteln. Und wenn man sanft zur richtigen Uhrzeit geweckt wird, dann kann das auch ganz schön sein. Als wenn man den ganzen Tag verschlafen hat und dann sauer ist auf den anderen, weil man den schönen Tag, den Sonnenschein verpasst hat. Weil der andere einen nicht geweckt hat. So. Einfach zur richtigen Zeit. So. Und ich denke, die Zeit ist jetzt schon lang gekommen. So. Auch das Massenbewusstsein kann da langsam nachziehen. Und da bin ich doch guter Dinge. Und ich sehe auch, dass es immer mehr Leute werden, die da langsam in eine bewusstere Schiene reingelangen. Ich finde es schön zu sehen und ja, möchte noch ein paar Leute damit sanft wecken. Ja, wenn ihr mögt, teilt das Video. Und bringt noch ein paar Leute zum Aufwachen, dass sie der Wahrheit mal ins Auge schauen, die Dinge sehen, wie sie sind. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.